Ja, heute nehmen wir mal ein Thema, wählen wir ein Thema aus, das ein Thema, das uns stört an einem anderen Menschen. Irgendetwas, das uns Widerstände bereitet, das uns stresst oder das uns irgendwie antriggert. Das heißt, entweder der Ehepartner, der Lebenspartner, der Chef, ein Mitarbeiter, ein Kollege, was auch immer, irgendwas, was euch jetzt gerade einfällt, ein Thema, das euch spontan einfällt, das bearbeiten wir heute mal. Irgendeine Sache, die euch an einem anderen Menschen stört. Wir setzen uns bequem auf den Stuhl, möglichst so sitzen, dass wir nicht einschlafen, denn wir machen reine Bewusstheit, reines Bewusstsein. Das heißt, Bewusstsein, wir müssen dies alles noch wahrnehmen, ja, aber nicht einschlafen, also bewusst wahrnehmen. Deshalb setzen wir uns bequem hin, aber so bequem und so aktiv, dass wir nicht einschlafen dabei. Das wäre wünschenswert. Und dann legen wir die Hände, möglichst beide Hände auf die Oberschenkel, links und rechts. Die linke Hand links, die rechte Hand rechts. Und dann beginnen wir einfach mal ruhig und tief einzuatmen. Den Atem geschehen lassen, so wie er von dem Leben in uns eben geatmet wird. Wir werden ja geatmet, wir atmen nicht aktiv. Der Atem kommt und geht und genau so beobachten wir jetzt einfach mal unseren Atem. Nur beobachten. Es geht am besten mit geschlossenen Augen. Und jetzt beginnen wir einfach, unsere rechte Hand wahrzunehmen. Nur wahrnehmen, wie sich die rechte Hand anfühlt, was in der rechten Hand vor sich geht, das Leben in der Hand zu spüren. Einfach nur wahrnehmen und nicht benennen. Also nicht sagen oder denken, das ist aber warm, das kribbelt, sondern nur wahrnehmen, was geschieht. Meine rechten Hand. Nur wahrnehmen. Nur die rechte Hand wahrnehmen. Nur die rechte Hand wahrnehmen. Und jetzt nehmen wir die linke Hand dazu. Das heißt, wir nehmen beide Hände gleichzeitig wahr. Beide Hände gleichzeitig wahrnehmen. Die Geübten von euch, die kommen jetzt schon in die Ruhe, ins Allgefühl oder in die Freiheit von Gedanken. Beide Hände gleichzeitig wahrnehmen. Und jetzt nehmen wir noch beide Unterarme dazu. Beide Unterarme und die Hände gleichzeitig wahrnehmen. Nur wahrnehmen, wie sich das alles anfühlt, das Leben in uns. Jetzt nehmen wir beide Arme, die kompletten Arme bis zu den Schultern. Gleichzeitig wahr. Nur wahrnehmen, nicht benennen. Wenn Gedanken kommen, lasst sie kommen, aber lasst sie auch wieder ziehen, indem ihr einfach zurückgeht zur Wahrnehmung. Nur wahrnehmen, beide Arme gleichzeitig. Jetzt nehmen wir unseren kompletten Oberkörper wahr, den kompletten Oberkörper nur wahrnehmen. Nur wahrnehmen, nicht benennen.
Lasst eure Gedanken ziehen, wenn sie kommen, lasst sie wieder ziehen, indem ihr einfach zu der Wahrnehmung zurückgeht. Und wenn es euer Gefühl kommt oder irgendein Gefühl in euch sich bildet, beobachtet einfach nur dieses Gefühl. Wenn es nicht kommt, kein Thema. Es muss nichts kommen. Alles ist immer gut. Einfach nur beobachten. Den kompletten Oberkörper beobachten. Wahrnehmen. Jetzt nehmen wir noch die Beine und die Füße dazu. Das heißt, wir nehmen unseren kompletten Körper als Einheit wahr. Nur den Körper fühlen, wahrnehmen, nicht benennen. Und egal was geschieht bei euch, es ist immer richtig. Nicht mit Gedanken, mit Macht versuchen, etwas zu fühlen. Einfach geschehen lassen. Loslasse, geschehen lassen. Nur den Körper wahrnehmen. Wenn ein Gefühl kommt, beobachtet einfach das Gefühl. Wie fühlt sich euer Körper an? Und wie gesagt, wenn ein Gefühl kommt, einfach zum Gefühl gehen und das Gefühl beobachten. Das machen wir jetzt eine Minute. Nur den Körper beobachten. Und jetzt denken wir einfach mal an die Situation, an die Dinge, die uns an einem anderen Menschen stören, ärgern, stressen, was auch immer. Einfach in die Situation gehen, was dich stresst. Und wenn ihr in diesem Zustand in die Situation geht, euch das vorstellt, euch vor dem geistigen Auge seht, dann stresst sie euch schon nicht mehr so sehr. Einfach die Situation beobachten. Was macht es mit dir? Jetzt lassen wir die Gedanken wieder ziehen und gehen wieder zurück in den Körper und beobachten einfach unseren Körper, nehmen ihn wahr oder wir nehmen das Eu-Gefühl wahr, das vorher da war. Und wenn keins da war, den Körper wahrnehmen. Einfach nur wahrnehmen. Die Situation ziehen lassen. Gedanken beruhigen, indem wir unseren Körper wahrnehmen im Hier und Jetzt.
Jetzt schauen wir noch mal rüber zu der Situation. Betrachten die noch mal. Was macht sie mit uns? Wie fühlt sich's an? Nur wahrnehmen. Nur wahrnehmen, nicht benennen. Wie fühlt sich jetzt an? Und dann gehen wir wieder zurück zum Eugefühl oder zur Wahrnehmung des Körpers. Das, was euch besser gelingt, wenn ein Gefühl durch, geht zum Gefühl. Ansonsten zur Wahrnehmung. Lasst die Gedanken ziehen. Einfach den Körper wahrnehmen oder das Eugefühl, das reine Gefühl, den Strom des Wohlbefindens wahrnehmen. Und jetzt nehmen wir beides wahr. Das schöne Gefühl, das Wohlgefühl, unseren Körper, was gerade da war und die Situation gleichzeitig. Gleichzeitig wahrnehmen, das Eugefühl oder den Körper spüren und die Situation. Gleichzeitig wahrnehmen. Das Gefühl und die Situation. Jetzt lassen wir die Gedanken wieder los, indem wir wieder zurückgehen zur Wahrnehmung des Eugefühls oder des Körpers. Nur wieder zurück zur Wahrnehmung. Hier und jetzt meinen Körper fühlen oder das Gefühl in mir, das Eugefühl, das freudige Gefühl, was immer da ist, beobachten. Wunderbar, jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, sitze bleiben, das Gefühl weiter wahrnehmen, den Körper weiter wahrnehmen, die Augen öffnen, euch umschauen, aber nichts benennen. Bleibt, wenn es geht, in dem Gefühl, schaut euch um, öffnet die Augen, aber nichts benennen, einfach im Hier und Jetzt sein, ohne zu benennen. Und wie viele wahrscheinlich vorhin gespürt haben, gemerkt haben, die Situation hat sich entschärft, die Situation verändert sich
Und wenn er das ein, zwei, dreimal wiederholt, wird sich auch die Situation im Außen verändern. Entweder wird es euch nicht mehr stressen oder ärgern oder sonst irgendwas mit euch machen, oder die Situation verschwindet, indem der andere Mensch sich anders verhält oder vielleicht sogar aus unserem Leben verschwindet. Was immer geschieht, ist richtig für euch und für ihn. Das Eugefühl, das reine Bewusstsein, der Strom des Wohlbefindens weiß immer, immer besser wie wir, was geschehen darf, was geschehen soll. Wir brauchen ihn nicht mit dem Kopf, mit unseren Gedanken zu beeinflussen. Es wird geschehen, was geschehen soll, was für jeden ein besserer, ein schönerer, ein einfacher, ein widerstandsfreierer Weg ist. Man muss das Leben geschehen lassen. Dann geht man den Weg ohne Widerstände im Leben. Man muss die Dinge geschehen lassen. Und im Eugefühl geschehen die Dinge einfach. Wie ich immer sage, suche nichts, finde alles. Und jetzt hat sich die Situation bei euch bestimmt entschärft. Und wenn wir das wieder machen, entschärft sie sich nochmal und wieder, dann entschärft sie sich nochmal. Und ich wünsche euch bei dem einfachen Ding, bei der einfachen Art, Dinge zu verändern, viel Spaß.